Hallöchen und grüßt euch. Heute bin ich mal hier mit einem etwas anderen Video. Und zwar ist das mal eine kleine GTA 5 Wishlist, was ich mir in kommenden Patches wünsche. Und es ist echt wichtig, dass ihr bei diesem Format aktiv dabei seid. Das heißt, einfach positiv bewerten oder in die Kommentare Vorschläge für Erneuerungen in weiteren Patches reinschreibt. Denn Rockstar Games hat selbst auf Twitter geschrieben, dass sie bei YouTube aktiv sind oder auf sozialen Netzwerken. Und sie schauen sich tatsächlich die Vorschläge an, die man an Rockstar Games sozusagen schickt, indem man irgendwas über GTA halt berichtet. Dann suchen die einfach nach und dann wollen sie auf diese Vorschläge tatsächlich eingehen. Das wurde jetzt selbst bestätigt von ihm selbst und das ist ein richtig gutes Zeichen, dass wir als Community anscheinend auch das Mitbestimmungsrecht haben, etwas zu verändern in GTA. Und es gibt so viele Sachen, die man noch richtig cool machen kann in GTA, damit dieses Spiel noch attraktiver wird auf eine längere Zeit. Ich spiele dieses Spiel ja selbst schon relativ lange, wie es wahrscheinlich schon wisst, sonst würde ich auch gar keine Videos zu GTA machen, wenn ich dieses Spiel gar nicht lieben würde. Ich finde das so geil, obwohl da jetzt ja in letzter Zeit nicht so wirklich die bombastischen Erneuerungen kamen, bin ich ein begeisterter GTA-Spieler und spiele das so lange. So lange habe ich, glaube ich, noch kein einziges Spiel außer Call of Duty damals gespielt. Aber heute spiele ich nur noch GTA und das ist richtig cool. Und es kann noch viel cooler werden, wenn ein, ja, ich sag einfach mal Tuning-DLC herauskommen würde. Da stelle ich mir einfach etwas vor, wie bei den Motorrädern zum Beispiel. Die kann man ja mit, ich sag mal, Sponsoren beschriften, wie Sprung zum Beispiel, würde mir da als allererstes einfallen. Und wenn man, ja, es müssen nicht alle Autos sein, wenn man bestimmte Autos einfach mal mit Sprung oder sonst welchen Pisswasser oder irgendwas einfach als Sponsoren machen könnte, so eine Sponsorenlackierung, und dafür vielleicht sogar noch einen extra Bonus in Rennen bekommen würde, extra Geld noch, weil man gleich Werbung für ein Unternehmen in Anführungsstrichen macht. Das wäre doch richtig cool, wenn man dadurch sogar noch mehr RP oder Geld bekommen würde oder einfach nur, weil es cooler aussieht. Das sieht einfach mal wie ein richtig muskulöses Rennauto aus. Richtig cool muss das auf alle Fälle aussehen. Oder wenn einfach auch ein neues Auto DLC wieder rauskommen würde mit echten Autos, die wirklich etwas cooler aussehen, ein bisschen mehr noch wie ein echtes Auto. Es gibt richtig viele Autos, die sehen sehr realistisch aus. Dagegen sage ich auch gar nichts. Aber es wäre richtig cool, wenn was Neues kommen würde, wie zum Beispiel diese Wheelie Bar an manchen Autos. Die ist ja verfügbar. Wenn das gehen würde, dass man die benutzen kann, also das heißt, ein Wheelie mit einem Auto auch machen könnte, etwas, was das Spiel etwas realistischer macht, das wäre richtig, richtig cool. Damit könnte man jetzt auch sagen, dass dann bei diesem Tuning DLC auch Blinker eingeführt werden sollten. Ja, das würde ich auch richtig cool finden, aber ich glaube, das wird eher nicht der Fall sein, denn das ist doch in erster Linie eher ein Actionspiel und warum sollte man denn da bitte blinken? Ich wünsche es mir jedenfalls, auch wenn ich auf Tuning-Treffen bin oder einfach nur mit meinen Freunden cruise, das ist richtig cool, dann rammt man sich auch nicht, dann kommt es nicht zu Missverständnissen. Einfach, wenn man den Blinker setzt, dann weiß er, dass ich auf die linke Spur zum Beispiel wechsle und es wird zu keinem Unfall, hoffe ich mal, kommen. Also das wäre richtig cool, wenn sowas eingeführt werden würde beim Tuning DLC oder irgendeinem Auto-DLC. Außerdem habe ich mir mal überlegt, wäre es doch richtig cool, wenn wir uns einfach Häuser irgendwo einfach in den Vinewood Hills gönnen können. Die könnten auch etwas teurer ruhig sein. Es gibt ja Geldglitches, also unter uns. Vielleicht gibt es da aber irgendwann mal wieder auch einen richtig coolen. Dann müsste man sich unbedingt so eine fette Villa einfach mal kaufen, die dann hoffentlich auch noch anders eingerichtet ist als diese Häuser, die ja so, ja, zugegeben ziemlich identisch eingerichtet sind, die Apartments. Man kann es ja nicht mal Häuser nennen, das sind ja eher nur Apartments. Es gab ja damals schon bei diesem Independence Day Special Häuser auf dem Land, die man sich kaufen konnte, aber zugegeben, Leute, die waren nicht wirklich cool, ne? Ich meine, ich möchte so eine richtige Villa haben, die innen drin so richtig cool sogar eingerichtet ist. So richtig luxuriös, damit es sich auch lohnt, dafür mal Geld auszugeben. Ich gebe dann nicht $500.000 aus für ein Apartment, was identisch aussieht wie ein Apartment, was irgendwie $200.000 kostet. Und ne, deshalb, ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Das wäre auf alle Fälle richtig cool. Und wenn man dann auch sogar noch die Autos in der Garage so den Motor aufholen lassen könnte, das wäre auch richtig geil. Jedenfalls, wenn ich Leute in die Garage einlade oder in mein Apartment einlade, die wollen immer meine Autos sehen. Und dann möchte ich denen die Autos vorführen. Was passiert, wenn ich den Motor aufholen lassen möchte? Ich rolle ja so aus der Garage raus und dann irgendwo die anderen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das wäre auf alle Fälle eine kleine Erneuerung, die jetzt nicht so wichtig ist. Eher, dass die Apartments oder Häuser vielfältiger werden, das heißt anders eingerichtet sind oder an anderen Stellen liegen mit schöner Aussicht einfach mal. Sowas wäre es auch einfach.
Und dann, das wünscht sich, glaube ich, eh so ziemlich jeder GTA-Spieler, wäre es richtig cool, wenn wir einfach über eine Brücke nach North Yankton gelangen könnten. Obwohl es vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, wenn man auf einmal über eine Brücke fährt, paar Kilometer vom sonnigen L.A., sage ich mal, ins eiskalte North Yankton, wo es auf einmal richtig kalt ist, alles ganz verschneit. Aber das ist egal, es ist ja nicht so realistisch, dieses Spiel. Da könnte man das auch verkraften, dass es nach irgendwie einer kilometerlangen Brücke auf einmal schneit. Und das ist doch richtig cool, wie realistisch North Yankton auch ist mit diesem Schneegebiet. Als man damals im Online-Modus durch diesen Glitch dahin kommen konnte, hat man ja gesehen, dass da Strukturen schon fertig waren und teilweise saßen auch Leute vor der Kirche, und vor der Kirche konnte man sich übrigens auch ein Taxi hinbestellen, für die Leute, die es noch nicht wussten. Da heißt es also schon, dass da irgendwas vorbereitet wird, vielleicht, weiß man ja nicht so genau, denn dass sowas überhaupt im Online-Modus geht, das Taxi da anzufordern, heißt, dass da irgendwas vorprogrammiert wurde. Ich hoffe mal, dass es so ist und dass tatsächlich irgendwann vielleicht sogar im Winter schon ein DLC kommt. Das wäre auf alle Fälle richtig cool. Das würde doch die GTA-Community richtig freuen. Und wie viel neue Sachen man dann da einfach mal machen könnte im Schnee. Man könnte erstmal so viel mehr noch erkunden. Und was man dann selbst noch daraus macht aus dieser Gegend, das bleibt ja dann dem Spieler selbst überlassen. Jedenfalls kann man ja aus der jetzigen Gegend schon ziemlich viel Spaß herausholen. Und wie wird es dann sein, wenn es im Schnee ist? Da kann man sowas, das ist einfach wie eine völlig neue Welt. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Wenn ihr euch auch eines dieser DLCs unbedingt wünscht, dann unterstützt dieses Video mit einem Like, sodass es in den Suchanfragen ziemlich weit oben ist bei YouTube, sodass möglichst viele Leute und hoffentlich auch die Entwickler bei Rockstar Games dieses Video sehen und vielleicht auch etwas draus machen. Und schreibt selbst auch in die Kommentare eure Vorschläge für ein weiteres DLC. Vielleicht kann ich davon auch noch ein Video machen oder vielleicht lesen die sogar die Kommentare durch und sehen dann auch euren Beitrag. Wäre auf alle Fälle richtig cool, wenn ihr auch auf alle Fälle dieses Video unterstützen würdet, wie hier schon gesagt. Und dann war es das auch von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.